So, da bin ich wieder, ungekürzt und in neu, sozusagen bei Let's Play Kingdom Hearts. Beim letzten Mal haben wir Anti-Sora den Chaos gemacht. In einem episch langen Fight. Und nun sehen wir die Cutscene, die man danach natürlich bekommt. Wie immer. Hahaha. Wir halten eine Zierat-Kralle. Wuhu. Keine Ahnung, was sie macht. Na? Na? Scheiß Controller. Ne. Zierat-Kralle. Alle Dunkelschäden minus 20%. Abwehr und Angriffskraft steigen. Angriffskraft und Abwehrkraft steigen. Weniger AP, mega. Hatte ich irgendwas ausgerüstet dafür? Nö. Hatte ich eh nicht. Ich glaube, perforieren hatte ich oder. Keine Ahnung. Egal. Gut. War hier nochmal irgendwas? Außer diese grüne Kiste da? Grüne Kiste! Na komm. Sesam, öffne dich. 88, 89. und 90. Würfel gehen nach Hause. Ja doch, ausrüsten. Nee, nicht ganz. Nicht ganz ausrüsten. Ich bin ein bisschen zu schnell für das Ding hier. High Potion. Meins. Und meins gut. Potion kriegt Donut eine und Goofy kriegt auch eine. So. Keine Lust, den immer alles in den Arsch zu schieben. Was? Ah ja. Das ist toll. Gut, dass ich da jetzt nicht rein will. Gut, dass ich da rein will. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung mehr. Schau mal, ja. Wendy! Bitte, Naseweiß, nicht jetzt! Also, mehr kann ich leider nicht tun. Ich muss Wendy helfen. Ja, ja. Ab diesem Punkt müssten wir sowieso wieder Goofy in die Truppe mit einbeziehen. Also, ist ein Protegerin noch besser? Ja. Meins. Wobei ich brauche. Ich meine, der nächste Boss wäre irgendwas mit Feuer. Aber ich habe sowieso kein Feuer gehabt. Ha. So viel dazu. Blitzra kriegt da Blitzka. Und Goofy darf wenigstens mal eine Proterra-Kette haben. Ja, und eine. Eis. Hatte ich nicht irgendwo. Gar, kein Gar. So viel zu Gar. Okay. So, wir werden uns jetzt mal wieder zu einem Speicherpunkt begeben, beziehungsweise auf den Speicherpunkt stehen. Ich weiß auch nicht, warum ich sage, wir begeben uns dahin, wenn ich sowieso schon rausstehe, aber ist eigentlich auch völlig egal. Entschuldigung, wenn das so klang, aber ich wollte mal demonstrieren, dass zu schnell reden irgendwie nervig ist. Was denn? Was denn, wie denn, wo denn, wer denn, warum? Jetzt muss ich hier wieder einen Weg finden, oder? Ich glaube ja. Sollte aber nicht allzu schwer. Ja, und da ist die Potions schon weg. Das ist das, was ich meine. Was, wozu gebe ich denen die denn? Sind alle ein paar Nase weg. So, kam da raus. Was ist hier drin? Ist die Leiter nach oben. Aber ich komme da nicht. Oder? Komme ich da jetzt raus? Das wird irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber ist auch eigentlich egal. Probieren wir es einfach mal. Also das jetzt, ja, jetzt kommen ja noch Kämpfe, ist ja atemberaubend. Aua. Komm ich da jetzt raus? Ja, jetzt komme ich da raus. So, gut, super. Spiele Logik. Ein Stockfisch, dieser Riku. Haut einfach mit diesem Mädchen ab, ohne sich zu verabschieden. Abgehauen? Sagen Sie es mir. Wo ist der hin? Zu den Ruinen von Hollow Bastion, wo Malefiz residiert. Aber du wirst sie nie zu Gesicht bekommen. Solange du nicht vorhast, deine kleine Feenfreundin im Stich zu lassen. Rückt das Schlüsselschwert heraus und ich verschone euch.
Sei froh, dass ich gnädig bin, nicht so wie die Herzlosen. Nun, was soll es sein? Das Schlüsselschwert oder die Planke? Die Bestie! Das Krokodil, das meine Hand verspeist hat! Osmi! Jetzt will es meine andere Hand! Ich muss hier weg! Weg, husch, husch! Ich ertrage diesen Anblick nicht! Smi, kümmer du dich um sie! Flieg, Sora! Du musst nur ganz fest daran glauben! Danke, Peter. Ach, nicht der Rede wert. Du hast Naseweiß geholfen und ich dir. Okay, Zahltag. Die Kraft... Aha! Vita hat sich zu Vita weiterentwickelt. Danke. Wir bleiben bei unserer Truppe. Wenn Peter dabei ist, kann die gesamte Gruppe fliegen. Sprung einfach Kreis drücken, mit Kreis steigen, mit Viereck sinken. Ja. Jetzt seid ihr alle dran. Im Prinzip sagt uns das Spiel jetzt gerade nur, eigentlich, solange wir im Nimmerland sind, kann die ganze Gruppe fliegen, weil ich kann jetzt auch fliegen und Peter ist nicht in meiner Gruppe. Solange wir im Nimmerland sind, können wir alle fliegen. Was ich sehr schön finde, weil es, sehr schön an das, den Disney-Film angelehnt ist. Neue Gegner, wuhu. Ja, für diese Gegner lohnt es sich dann fliegen zu können. Anderweitig könnte ich sie ja gar nicht verprügeln. Ich glaube, die Typen hießen aber relativ langweilig einfach Luftpiraten. Bin ich der Meinung jetzt gerade. Bin ich egal. Ich stelle sowieso in einem extra Video dann mal alle Gegner vor. Ach ja, das sind auch sehr schöne Gegner. Diese Gegner bestehen aus mehreren Teilen. Und die Zerstörung einzelner Teile gibt nochmal Tech-Punkte. Und selber geben sie, glaube ich, 120 Erfahrungspunkte. Also ziemlich viel eigentlich. Sind Sie das, Smi? Haben Sie alles erledigt? Ei, ei, Captain. Alle über die Planke getrieben. Jeden Einzelnen. Verdammt! Lust auf eine kleine Abkühlung, Stockfisch? Jetzt lassen wir dich mal über die Planke gehen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Bossfight mit Captain Hook. Ja, als allererstes werde ich mich jetzt erstmal um solche Gegner kümmern. Sowas will ja keiner um sich haben, während er sich gegen einen Boss kümmern muss. Ja, ihr seht. Einzelne Teile, einzelne Drop Rates sogar. Also, Gegner noch tot, er hätte ihn trotzdem bekommen. Ist wirklich ein toller Gegner, finde ich. Ich mag ihn zumindest so. Wo ist Captain Hook denn gerade? Da unten ist er. Hallöche, Mann. Ja, mit diesem Spruch, alle Herzlosen an Deck, holt er sich neue Unterstützung. Was wir natürlich nicht haben wollen. Weswegen wir diese Unterstützung jetzt erstmal wieder vernichten. Peter Pan sag ich schon. Captain Hook selber kann hier nicht kämpfen. Er hat Angst vor dem Krokodil und wird deswegen niemals übers Wasser springen, hüpfen, wie auch immer, wie er es gerade getan hat, was man gesehen hat. Also er wird versuchen, uns zu attackieren, aber er wird nie uns hier gefährlich werden. Wenn das Schiff das jetzt mal sein lassen würde, könnte ich ihn auch vernichten. Natürlich ist deine andere Hand. Die andere Hand ist auch schmackhaft. Aua.
Das war meiner Meinung nach sowas wie perforieren. Das war, glaube ich, eine Kanone. Ja, das war eine Seite der Kanone. Das Doofe ist, ich kann im Flug nicht parieren. Das ist ein bisschen störend. Ach, komm. Der wird jetzt sterben. So. Nein, will es eigentlich nicht. Obwohl, ja, gut, im Prinzip will es seine andere Hand. So war das doch irgendwie. Na, wo ist er denn? Ja, Goofy. Hast ihn schön weggetrieben von mir. Also, ich weiß nicht, ich finde diesen Bosskampf weniger schwer, eher anstrengend. Ich würde ihn definitiv anstrengend nennen oder zeitraubend oder aufwendig eher, weil ihr seht, Schiff getötet. Wird sich direkt wieder um Captain Hook gekümmert. Und wenn Captain Hook wieder einen gerufen hat, tötet man eben wieder den Herzlosen. Und so wiederholt sich das ganze Spielchen meiner Meinung nach eigentlich. Immer wieder hin, her, hin, her, attackieren, attackieren, attackieren und so weiter und so fort und so fort und so weiter und so fort und ja! Oh, ein Elementring. Sehr schön. Ich würde es nicht haben, danke. Oh ja, das kann auch in eine Art blinde Taubsucht verfallen. Das Tolle ist, das macht dann so was aus ihm. Ach ja, und man kann ihn in der Luft angreifen. Sollte ich vielleicht auch mal erwähnen. Ich frage mich jetzt gerade nur, ob das zeitlich gesehen noch ins Video passt. Das wäre nämlich sehr schön. Dann hätte ich Nimmerland in 2 Videos fertig. Denn ja, das ist der letzte Bossfight hier in diesem Spiel. Im Spiel sag ich schon, in dieser Welt. Heißt aber natürlich nicht, dass danach nichts mehr kommt. Will ich nicht haben, danke. Hat der Raketen geschossen? Ja, nee, das... Wenn ich von diesen Gegnern noch Dinge erhalten würde... oh, ein Elixier. Oh, sehr schön. Ja, doch, das sollte zeitlich ganz gut machbar sein, mit so ein bisschen Bonuserfahrung für uns. Wie ihr seht, ein sehr lockerer, entspannter Bossfight. Finde ich persönlich auch mal ganz schön. So, wieder zurück zu unserem Captain, der sich da schon langweilt und sein halbes Schiff in die Luft jagt. Will ich nicht. So, das war's schon. Captain Hook erledigt sogar in der Zeit. Finde ich wunderbar. Wenn alles nach Plan läuft, ist das Leben doch ganz toll. Und mittlerweile seht ihr, es funktioniert ja jetzt endlich mit dem Aufnehmen. Also was heißt das Aufnehmen, das Überleben? Geschieht ihm recht. Sora hat Tollwut erlernt. An zum Bericht Nummer 9 erhalten. Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr...
Sora? Ich kann's immer noch nicht fassen. Was Sora nicht fassen kann. Was jetzt weiter mit unseren Helden geschieht, all das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Kingdom Hearts mit mir, den Kommentator, auf Wiedersehen und Tschüss.